Hier haben wir eine Birke, die ist oben gegabelt, zufällig wie ein Dreizack. Im Westen ist das ja ein Teufelszeichen, aber es ist ein altes Schamanenzeichen. Es ist Zepter des Schamanengottes Shiva im Himalaya. Und es ist im ganz Sibirien ein Schamanenzeichen und sogar Paracelsus hatte dieses Zeichen. Aber es galt im Westen als ein Teufelszeichen und deswegen hat man, als man anfing mit Gabeln zu essen, wollte man erstmal drei Zinken haben, aber die Kirche hat sich geweigert und deswegen haben unsere Gabeln, das ist kulturhistorisch, vier Zinken. Ja. Aber das ist nur Zufall, weil der Schneebruch diese wunderbare Birke abgebrochen hat. Ich denke, die wird nicht leben. Aber jetzt nimmt sie wieder ihre archetypische Gestalt an. Und es ist ein ganz wichtiger Baum für uns, denn hier verkörpert sich die Göttin in ihrer Frühlingsgestalt. Das ist die keltische Birgit. Es ist die Birkengöttin. Die Birke war das erste Zeichen im keltisch-irischen Baumalphabet. Es ist der erste Baum in dem keltischen Jahreskreis, dem echten. Also es bedeutet Neuanfang, Reinheit und symbolisiert die Göttin, die aus den Tiefen steigt, als die weiße, inspirationgebende, alles in Fluss bringende Jungfrau. Und das ist dann ihr Baum. Interessanterweise in Indien, die Sarasvati ist ja auch eine Birkengöttin. Sie ist der Ursprung, sie ist diejenige, die das, was Brahma aus den Tiefen schafft, benennt. Und ihr Name ist auch Vak und das ist verwandt mit Vokal, Vocere, also benennen. Und das ist am Anfang steht das Wort. Und dafür steht die Birke. Sie macht flüssig im Sprechen, flüssig im Denken. Sie ist der Baum der Dichter und Poeten. Und die Veden wurden, das ist Tatsache, als sie das erste Mal niedergeschrieben wurden, wurden auf Birkenrinde geschrieben. Und die Symbolik ist praktisch die gleiche, wie wir haben. Es ist die jungfräuliche Frühlingsgöttin. Die Birke wurde auch im Frühling angezapft zu ihrem Fest im Februar. Wahrscheinlich Februar Vollmond und das ist wahrscheinlich das erste alkoholische Getränk. Vergorener Birkensaft, der reinigend ist, aber auch ein bisschen Rausch gibt. Das ist also für uns der erste Baum, der heiligste Baum für die Kelten, der heiligste Baum. Baum der Göttin, des Frühlings und des neuen Lichtes. Ihr Fest wurde ja dann umgewandelt von den Christen zu Maria Lichtfest. Und Maria Lichtfest, das bedeutet Marias Reinigung 40 Tage nach der Geburt. Der Baum bedeutet auch Reinigung und Marias Reinigung und das neue Licht. Das heißt, der Sonnenhirsch bei den alten Europäern, der hat einen Sprung getan. Im Februar ist das Licht einen Hirschsprung länger auf der Erde als wie zur Winterzeit, ja. Und das ist die Birke. Also jeder Baum ist voller Märchen, Geschichten und Sagen. Da könnte man sich einfach hier hinsetzen und jahrelang einfach diesen Baum meditieren und das ganze Universum würde sich einem offenbaren. Leider in unserer Gesellschaft, wenn das jemand macht, wird er wahrscheinlich fortgeholt von lauter Gutmenschen, die ihm helfen werden. Aber in Indien habe ich Menschen gekannt, einen Alten, der saß schon 18 Jahre unter einem Baum. Der war eins mit dem Baum geworden. Wie so sein Ätherleib verschmolz mit dem Ätherleib des Baumes. Und er saß glücklich unter dem Baum. Und er hat mich dann hergelockt und ich ging hin, hat nur gelächelt. Ich habe ihm Geld gegeben, dachte, er will Geld. Das fiel ihm aus der Hand, kam ein kleiner Junge und sagte, oh, dieser Baba weiß überhaupt nichts mehr über Geld. Er war wirklich eins mit dem Baum geworden. 18 Jahre lang hat er unter dem Baum gesessen und nur ab und zu in Ganges, um sich zu baden. Ja, ja. Aber jeder Baum hat so viele Geschichten. Ja.